Lass die innere Sonne strahlen. Kommentar zum Vers 142 vom Vivekachudamani. Shankara schreibt: So wie die Wolken, die durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen entstehen und wenn sie die Sonne verdecken, sichtbar werden, genauso zeigt sich das aus dem selbst entstandene Ego, und wenn es sich entfaltet, verhüllt die wahre Natur des Selbst. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Wolken und Sonne. Gerade momentan regnet es. Gerade momentan hat es sogar einen richtigen Sturm gegeben. Vielleicht hast du sogar zwischendurch etwas Donner gehört. Ich höre es mindestens. Aber ich glaube, bei meinem Mikrofon ist der Donner von außen nicht zu hören. Wolken sind da. Sonne ist nicht sichtbar. Heißt das, die Sonne ist verschwunden? Nein, die Sonne ist immer da. Nur Wolken haben sich vor die Sonne geschoben. In diesem Sinne, du bist das unsterbliche Selbst und du bist es immer. Und du bist immer Satchidananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Was auch immer geschieht, du bist sein Wissen und Glückseligkeit. Du kannst gar nichts anderes sein. Und das ist wichtig, das zu erkennen und aus diesem Bewusstsein heraus auch zu wirken. Du bist das unsterbliche Selbst, ewig, unendlich. Mache dir das bewusst. Handle daraus. Und das Ego sind wie Wolken. Das Ego mit seinen Identifikationen, mit seinem Mögen und Nichtmögen, mit seinen Wünschen. Sei dir bewusst, du bist das unsterbliche Selbst, nicht das Ego. Wenn das Ego sichtbar ist, da sind Wolken. Und das ist nicht nur bei dir so. Wenn du andere Menschen anschaust, sei dir bewusst, vielleicht siehst du die Wolken davor, vielleicht siehst du das Ego, die Eingebildetheit, die Identifikation, vielleicht siehst du die körperlichen Probleme, vielleicht siehst du Ärger, Eifersucht, Gier, Neid, Enthusiasmus, Begeisterung, Mut und so weiter. Das sind alles Wolken, mal schönere Wolken, mal weniger schöne Wolken, aber hinter allem ist das unsterbliche Selbst. Mach das mal zur Aufgabe. Wenn du heute oder morgen rausgehst, wenn du Menschen siehst, mach dir bewusst, was du zunächst siehst, sind die Wolken. Und dann in jedem ist das unsterbliche Selbst die Sonne. Und nimm mit deiner inneren Sonne, mit deiner Liebe, deiner Freude, das, was du wirklich im Inneren bist, mit deiner Sonne, nimm Kontakt auf mit der Sonne des anderen. Und dann sind vielleicht auch die Wolken des anderen ganz schön. Wolken können auch schön sein, aber sie gehen vorbei. Sie sind nicht das Entscheidende. Und so kannst du auch die Wolken des anderen wertschätzen, aber sei dir bewusst, was ihn wirklich ausmacht, ist das unsterbliche Selbst, der Atman, die wahre Natur.